Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast Nummer 45. Heute mit einem Podcast-Sandwich für den Schöne-Ecken-Podcast. Die beiden haben sich ein ziemlich konkretes Rezept gewünscht. Die Zutaten haben sie schon sehr genau beschrieben. Das finde ich sehr gut. Ich schreibe ja immer den Podcastern, denen ich ein Podcast-Sandwich widmen möchte. Und in diesem Fall gibt es ein ganz besonderes Podcast-Sandwich. Zur Info, ich nehme das jetzt im Nachhinein auf und weiß jetzt schon, dass das sehr, sehr lecker schmecken wird. Was leider nicht geklappt hat, ist die ursprüngliche Idee, ein bisschen durch Lüneburg zu laufen, so wie die beiden es in ihrem Podcast in Hannover machen. Der Helge kommt ja zwar aus Lüneburg, aber ich wollte so ein bisschen den Schöne-Ecken-Podcast imitieren, um auch da den beiden nochmal sozusagen eine Ehre zu erweisen. Und ich habe das auch versucht und während ich in der Innenstadt von Lüneburg im Reformhaus in einem sehr guten Käseladen und dann später in einem anderen Laden eingekauft habe, habe ich das Gerät laufen lassen. Das hat leider nicht geklappt und darum möchte ich euch nur kurz darauf hinweisen, dass ihr euch nicht wundert, wenn ich an der einen oder anderen Stelle darauf hinweise, dass ich ja eben gerade was gekauft habe. Die Idee war, dass ich darauf Bezug nehme, auf diese Aufnahme in der Stadt. Die ist leider aus technischen Gründen schief gelaufen und auch darauf nehme ich nachher nochmal Bezug. Aber ich wollte das vorweg schicken, damit ihr euch da nicht wundert. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und wenn ihr es nachmachen wollt, wie immer, wisst ihr ja auf www.hobbykoch-podcast.de findet ihr die genauen Zutaten und die Zubereitungsanleitung nochmal detailliert, damit ihr die Dinge, die jetzt vielleicht bei der Aufnahme nicht so deutlich rausgekommen sind, nochmal im Einzelnen nachvollziehen könnt. Also ab in die Küche! So, ihr Lieben, jetzt sind wir in der Küche. Ich habe eben Sauerteig gekauft. Ja, ihr könnt euch vorstellen, was passieren wird. Es wird wieder Brot gebacken. Was ich heute machen werde, ist aber kein Roggenbrot, sondern ein Weizensauerteig. Sprich, man braucht nicht unbedingt Sauerteig mit Roggenmehl zu kombinieren. Das macht man natürlich, habe ich ja in der letzten Podcast-Sandwich-Folge erklärt, warum man das macht, damit das Roggenmehl überhaupt aufgehen kann. Man kann natürlich auch die Eigenschaften des Sauerteiges wählen, weil es ein sehr schönes Aroma erzeugt. Diese Milchsäure-Gärung funktioniert natürlich auch mit Weizenmehl. Und diese Methode ziehe ich jetzt heran, um ein italienisches Brot zu machen, nämlich das allseits bekannte Ciabatta. Das Ciabatta heißt, habe ich mir eben noch in der Wikipedia angelesen, dass dieses Wissen heißt Pantoffel übersetzt, weil ihr kennt dieses Brot, wahrscheinlich das ist hier ja mittlerweile auch an jeder Ecke zu haben. Es sieht ja auch so länglich und ein bisschen plump wie ein Hausschuh aus. Das Ciabatta hat die Besonderheit, dass es besonders knusprig ist und wenn man es anschneidet, besonders große Poren hat. Das heißt, es ist ein sehr lockeres Brot. Ich habe im ersten Moment überlegt, ob das vielleicht ein bisschen öde ist für euch, immer wieder Brot backen. Aber genau daran seht ihr an diesem Beispiel, es sind nicht sehr viele unterschiedliche Zutaten. Aber mit kleinen Variationen bekommt man wieder eine ganz andere Sorte Brot hin und die sich sowohl im Erscheinungsbild als auch im Geschmack und im Anschnitt sozusagen vollkommen unterscheiden. Habe ich hier meinen Sauerteig aufgeteilt. Wenn man nämlich mal welchen hat, kann man den auch vermehren, entweder verrührt man ihn wieder mit Roggenmehl und Wasser. Oder wenn man ihn längere Zeit aufbewahren will, macht man sogenannten Krümelsauer. Dann verrührt man ihn so lange mit Roggenmehl, bis so eine streuselartige Konsistenz entsteht. Damit in dieser trockenen Form hält sich der angeblich bis zu 4 Wochen.
Und das werde ich mal tun. Theoretisch, wenn man es noch länger aufbewahren möchte, kann man das Ganze natürlich auch einfrieren. Dann hat man die Milchsäurebakterien in den Kälteschlaf versetzt und das Ganze kann einem so gut wie gar nicht mehr verderben. Natürlich sollte man das nicht endlos weitertreiben, weil irgendwann nimmt das auch den Gefriertruhen- oder Gefrierfachgeschmack an, das Ganze. Und das möchte man ja auch nicht unbedingt haben. Wir befinden uns jetzt praktisch einen Tag vor dem Podcast-Sandwich. Diese Sache, die ich jetzt anrühre, ist ein Vorteig mit der Hälfte des Mehls. Wir werden nachher 500 Gramm Mehl verwenden. Und die Hälfte habe ich jetzt erstmal, wie gesagt, mit dem Sauerteig verrührt. Das Ganze wird dann über Nacht im Kühlschrank aufgehen. Darüber habe ich ja schon mal gesprochen. Angeblich wird der Teig dann aromatischer, wenn dieser Gärprozess sehr langsam stattfindet. Ich habe auch frische Hefe gekauft und werde davon ebenfalls schon mal die Hälfte zu dem Teig dazugeben. So, diesen Vorteig haben wir, wie gesagt, 250 Gramm Mehl, ein halbes Stück Hefe und 60 Gramm von dem Sauerteig-Ansatz, weil ich möchte ja nicht so viel Roggen auch da drin haben. So, und jetzt kommen nochmal circa 200 Milliliter Wasser dazu. Das gebe ich mir, also so lauwarmes Wasser ist da immer ganz gut. So. Und soll nicht gleich alles reingeben, weil manchmal ist das Mehl eben sehr, sehr aufnahmefähig. Manchmal dann braucht man etwas mehr Wasser. Rühre ich jetzt schon ein Weilchen, bis ich einen glatten Teig habe. Da empfiehlt sich natürlich am besten, wenn ihr so eine Küchenmaschine habt, das einfach ein gutes Weilchen, sprich so 5 bis 10 Minuten einfach mal rühren zu lassen. Ich habe jetzt die Hefe einfach so in den Teig reingebröselt. Man kann es natürlich auch noch etwas schlauer lösen, indem man die Hefe in dem warmen Wasser auflöst oder in einem kleinen Teil davon erstmal. Dann verteilt sie sich natürlich noch besser im Mehl. Aber dadurch, dass ich jetzt ein ganzes Weilchen rühre, ist das alles in Ordnung. So, und wie gesagt, das Ganze decke ich nachher ab und stelle es im Kühlschrank. So circa 12 Stunden soll dieser Teig schon mal gehen. Dann ist die Hefe nachher hat sich sehr stark vermehrt und es hat sich sehr viel Gas in den Teig gebildet. So, und das war es schon an Vorbereitung für den Tag. Den Rest gibt es dann morgen und ja, bis dahin. So, ihr Lieben, zweiter Tag. Der Vorteig ist schön aufgegangen und wirft deutlich sichtbare Blasen. Der duftet jetzt sehr schön, ganz ähnlich wie ein Weißbier. So eben fruchtig und ein bisschen alkoholisch, was nicht weiter verwunderlich ist, weil ja die Hefe, wie ihr mittlerweile sicher wisst, ja eine alkoholische Gärung im Teig vollzieht und die Milchsäurebakterien aus dem Sauerteig, die verleihen dem Ganzen nochmal so einen säuerlich frischen Kick, also sowas wie Joghurt oder so. Ich mixe das Ganze jetzt durch, einmal, damit ein bisschen von dem Gas wieder entweicht. Und dann gebe ich nochmal die gleichen Zutaten wie beim ersten Ansatz dazu. So stand es in den meisten Rezepten, also es kommt sogar nochmal Hefe dazu, nochmal Mehl, etwas weniger Wasser und dann kommt natürlich noch etwas Olivenöl rein. Das ist eine Besonderheit bei dem Ciabatta, da gehört Olivenöl rein für den Geschmack. Aber dazu kommen wir dann gleich. So, man sieht jetzt schon, dass der Teig eigentlich eine sehr gute Konsistenz hat. Und zwar sieht man es daran, dass er eben sehr weich ist. Fast, ja, er zerläuft so ein bisschen, aber ist gerade so
gebunden, dass der Teig nicht in der Schüssel klebt. Also es löst sich von den Schüsselwänden. Das ist sehr gut. Und ist aber trotzdem sehr, sehr, sehr weich. Und das ist wichtig für das Ciabatta nachher, dass es entsprechend... es tropft hier runter. Gerade mal hier von den Teighaken noch den Rest abmachen. So. Und das ist eben wichtig, damit das Brot nachher diese typische lockere und poröse Struktur bekommt. So, jetzt kommt noch mal genauso viel Mehl dazu, habe ich schon gesagt. 250 Gramm. Es gibt dann nachher noch verschiedene Varianten, wie man dann diesen sehr, doch sehr weichen Teig verarbeiten kann. Wenn man sehr große Teigmengen macht, dann kann man sie, habe ich in einem Rezept gelesen, ja, in so eine eckige Form geben. Und dann nachher die entsprechenden Stücke einfach mit einem, ja, mit so einem Spatel abstechen. Andere Variante ist eben den Teig, der dann ja sehr flach zerläuft, mit bemehlten Fingern zu falten, so wie man einen Umschlag falten würde. Also einmal links, einmal rechts, einmal vorne, einmal hinten. Dann würde auch diese Struktur entstehen und es hätte noch den Vorteil, dass nochmal durch das Falten nochmal zusätzliche Luft eingearbeitet wird, die ja dann beim Backen in diesem Teigumschlag nochmal zur Geltung kommt. So, jetzt messe ich mir nochmal etwas warmes Wasser ab. Erstmal eine kleine Menge, so etwa 100 Milliliter. Darin löse ich dieses Mal den Rest von der Hefe, den ich ja noch von gestern habe. Ich habe ja einen halben Würfel noch verwendet. Und die andere Hälfte löse ich jetzt in dem warmen Wasser auf. Das ist einfach schöner, weil die Hefe ja so bröselig, bröckelig ist. Und wenn man daraus jetzt erstmal so eine Lösung herstellt, dann verbindet sich das doch wesentlich schneller und einfacher mit dem Teig. So, ich werde erstmal nicht so viel Wasser zugeben, weil ich eben nicht möchte, dass es zu weich wird. Das kann man jetzt eben mit der Zugabe von Wasser ein bisschen justieren. Die Hefe löst sich im warmen Wasser auch relativ schnell auf. Ihr dürft es nicht zu heiß machen, das habe ich aber auch schon mal gesagt. Die Hefepilze sind es ja, mikroskopisch kleine Pilzchen, die stellen bei 40 bis 50 Grad ihre Funktion ein, einfach weil sie dann kaputt sind, dann denaturieren ihre Eiweiße. So, und jetzt gebe ich nochmal etwa 50 Gramm Olivenöl zu. So, jetzt rühre ich das Ganze nochmal durch. So, ein bisschen mehr Wasser darf es sein. So, was ich noch sagen wollte, das Mixen oder Rühren oder Kneten beim Teig ist ja nicht nur ein Weg, die einzelnen Zutaten miteinander zu vermengen, sondern diese mechanische Beanspruchung führt auch zu einem physikalischen Prozess, die Stärke und das Klebereiweiß, das im Mehl enthalten ist, wird dadurch, aktiviert. Und es führt dazu, dass der Teig überhaupt erstmal eine Bindung bekommt. Und nachher beim Backen sorgt eben nicht nur das CO2, das durch die Gärung entsteht,
dafür, dass es das Brot aufgeht, sondern natürlich auch die Stärke und diese Eiweiße, die das ganze Gerüst nachher zusammenhalten. Von daher empfiehlt es sich, bei den Teigen ruhig auch etwas länger die zu kneten, so 3 bis 5 Minuten, wenn sich alles vermischt hat. Gleichmäßig ist da durchaus in Ordnung. So, und jetzt gebe ich den Teig nochmal in den Kühlschrank. In den Kühlschrank deshalb, weil ich jetzt nochmal los muss. Sonst könnte man den einfach nochmal eine Stunde stehen lassen. Da ich aber nicht weiß, ob ich in einer Stunde schon wieder da bin, stelle ich den lieber in den Kühlschrank. Weil, ja, wenn der Teig zu weit aufgeht, irgendwann büßt die Hefe natürlich auch ihre Aktivität ein. Und ja, dann müsste man das Ganze wieder noch mit Mehl oder etwas Zucker wieder aktivieren. Und dann hat man natürlich immer mehr Teig auch. So, im Kühlschrank kann man das eben auch etwas länger stehen lassen. Die Hefe arbeitet entsprechend langsamer. Und dann kann ich das nachher backen. So, und dann heute Abend wird das Sandwich dann voraussichtlich fertig. Bis dahin. So, Finale. Der Teig ist nochmal schön aufgegangen und ja, ist jetzt etwas klebrig. Also er sollte vielleicht noch ein winziges bisschen weniger klebrig sein, aber eigentlich ist es schon super so. So, und jetzt lasse ich nochmal etwas Olivenöl drauflaufen, damit er also an der Oberfläche so ein bisschen dünn beschichtet ist mit Olivenöl. So, dann wollen wir mal sehen, was für eine Form wir hinbekommen jetzt bei dem Brot. Ich verstreiche jetzt so, ich habe nur so ein bisschen drüber geträufelt von dem Öl. Versuche das jetzt auch ein bisschen unter den Teig zu bringen. So. Gut. Jetzt kommt natürlich das Kunststück, diese Ciabatta-Form hinzubekommen. Ich glaube, ich teile den Teig mal durch 2. Dann wäre ja schön, wenn das Ganze so eine leicht eckige Form hätte, ne? Das würde zum Thema passen. Aber so einen sehr weichen Teig zu verarbeiten, ist eigentlich schon ein Kunststück. So. Gut. Also so eine leicht längliche Form sollte schon sein. Ich denke aber nicht, dass ich den Teig falten muss. Das heißt, ich ziehe den mal so leicht in die Länge und dann werde ich den mal so an den Enden so ein bisschen unterschlagen. Nicht unterschlagen, sondern unterschlagen. Ihr versteht, was ich meine. So, noch etwas länglicher. So. Damit ich diese typische Pantoffelform hinbekomme. Mal sehen. So, es hat übrigens hervorragend funktioniert. Der Teig scheint jetzt im Kühlschrank genau richtig aufgegangen zu sein. Ich habe den rausgeholt und dann nochmal ein bisschen wieder das Gas herausgeschlagen, damit man ihn jetzt einfach besser verarbeiten kann. So, und jetzt muss er aber möglichst vorsichtig verarbeitet werden. So, jetzt kann das Ganze nochmal ein Weilchen hier auf der Arbeitsplatte in der Wärme stehen und der Teig geht natürlich dann wieder weiter auf. So, auch hier beim zweiten wird das Ende so ein bisschen unter den Teig befördert. So, und was das Backen angeht, auch hier gibt es eine kleine Abweichung vom üblichen Prozedere, nämlich das Ganze wird erstmal bei Kamikaze-Temperaturen gebacken. Sonst sind wir es ja gewohnt, mit 180 Grad zu backen. Aber jetzt wird der Ofen erstmal brutalst aufgeheizt. Also alles, was geht.
Da werden die Ciabatta-Brote erstmal 5 Minuten eben bei Extremtemperaturen gebacken und anschließend wird dann auf die 180 Grad heruntergeregelt und dann wird nochmal 15 bis 20 Minuten gebacken, dass der Teig durchgebacken ist. Das Ganze muss also erstmal einen richtigen Schlag in die Fresse kriegen und dann wird zu Ende gebacken. So, das war das größte Thema, das Brot, ein Mammutakt. So, hier hatte ich schon mal ein paar dekorative Teller bereitgelegt. Ja, und der Belag ist ein klassischer, denn was assoziiert man mit Italien? Also wenn man jetzt an italienische Sandwiches denkt. In diesem Fall übrigens diese kleinen Ciabatta-Brote würde man auch in Italien Panini nennen oder Panino, also kleines Brot. So das Äquivalent zu unserem Brötchen. Und als Belag haben sich die beiden gewünscht, etwas mit Bio-Tomaten und Bio-Rucola. Beides habe ich eingekauft. Dann habe ich auch noch einen schönen Büffelmozzarella gekauft. Leider, ich muss euch jetzt was gestehen. Ich wollte im Stil der schönen Ecken so eine kleine Impression aus Lüneburg euch zugutekommen lassen und aufzeichnen, wie ich die Zutaten einkaufe. Das habe ich auch versucht. Das Ganze, also ich war in dem Reformhaus, wo ich den Sauerteig und die Pinienkerne gekauft habe. Dann bin ich in die Kuhstraße gegangen, wo es einen sehr guten Käseladen gibt, wo ich dann Büffelmozzarella gekauft habe. Den habe ich übrigens auch bisher nur einmal aus dem Supermarkt probiert, da war der so lala. Ich bin jetzt mal gespannt, wie ein vermeintlich hochwertigerer Büffelmozzarella schmecken wird. Und es war also super, dann waren Musiker an der Straßenecke zur Kuhstraße. Die haben da schön Klarinette und Schlagzeug gespielt. Das Problem ist nur, die Aufnahme ist nichts geworden. Ich hätte es natürlich besser überprüfen müssen, aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich leihe mir ja das Equipment für meinen Podcast immer aus und man ahnt gar nicht, was auch so ein einfacher Audiorekorder alles an Einstellungen und Menüunterpunkten haben kann, wo man noch Sachen irgendwie von gut zu brutal schlecht verstellen kann. Naja, schade. Jetzt habe ich euch das Ganze so ein bisschen rekonstruiert. Ich bin dann noch weitergelaufen. Der Helge kennt das ja alles, der ist ja Lüneburger. Ich bin dann noch Richtung Rathaus. Da ist ja der Marktplatz. Leider war an dem Tag, am Donnerstag, kein Markttag. Sonst hätte ich da auch noch das Gemüse eingekauft. Aber dann bin ich noch runter zum Nudelkontor. Das ist ein sehr toller Laden, wo frische Pasta gemacht wird und so Ravioli und solche Dinge. Da habe ich noch ein bisschen richtig schönen Parmesankäse gekauft. Da gab es einen reiferen, ich habe den reiferen genommen und einen jüngeren. Ich wollte mal den herzhaften nehmen, weil neben Büffelmozzarella, Tomaten, Rucola, habe ich ja jetzt schon erwähnt, wird es als Soße noch 2 Varianten geben, nämlich Pesto. Und zwar in 2 Varianten. Einmal das klassische, was die meisten kennen werden, nämlich das Pesto alla Genovese, das aus Basilikum, Knoblauch, Pinienkernen, Salz und Olivenöl gemacht wird. Und als Variante, weil jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ich habe die Mail nicht mehr ganz konkret vor Augen, entweder Helge oder Cornelis wünschte sich noch was Scharfes. Da machen wir einfach noch eine Variante des Pesto, die ebenfalls sehr bekannt ist, nämlich das Pesto Rosso, ein rotes Pesto aus getrockneten Tomaten und entsprechend Chilis. So, jetzt habe ich eigentlich schon alles verraten. Jetzt müssen wir es nur noch machen.
Ich habe mir vorgenommen, das Pesto, das grüne Pesto, mal nicht, wie es die meisten machen werden und wie ich es auch immer gemacht habe, in so einem Behältnis mit dem Mixstab zu machen, sondern wie es klassischerweise gefordert wird, mit dem Mörser, um dann mal festzustellen, ob das wirklich einen Unterschied bringt, ob das jetzt dann wesentlich feiner, aromatischer ist, weil der Punkt ist, man behauptet, die durch das Zermixen gehen da, also beim Zermixen gehen natürlich, entsteht natürlich Hitze, so langsam, erst denken, dann reden. Beim Pürieren mit dem Pürierstab durch diese Bewegung der Klinge entsteht natürlich Wärme, die überträgt sich auf das Olivenöl und natürlich auch auf den Basilikum. Und diese Wärme ist sowohl für den Geschmack des Olivenöls als auch für den des Basilikums nicht zuträglich. So die Argumentation. Und der Mörser ist ja entsprechend ein langsameres Vehikel zur Zerkleinerung, sodass man eben dann mehr von den feinen Aromen noch hat. So, den Basilikum habe ich ganz frisch gekauft. Olivenöl, da ist mir, glaube ich, eben der Rekorder ausgegangen. Da wollte ich noch ein Wort zu sagen. Es gibt natürlich sehr preiswertes Olivenöl. Man kriegt ja schon, was weiß ich, einen Liter für 2,50 beim Discounter. Es gibt natürlich auch nach oben keine Grenzen und kriegt dann auch Viertel Liter feinstes Olivenöl dann für 30, 40, 50 Euro. Natürlich, wer sich's leisten kann und möchte, kann natürlich auch teures Olivenöl nehmen. Aber mein Appell an euch, nehmt bitte nicht das ganz billige Zeug. Das ist nämlich teilweise richtig fies. Einfache Faustregel, wenn ihr euch so ein bisschen was von dem Olivenöl auf den Löffel träufeln und da so ein bisschen dran nippen könnt. Ihr müsst ja, also manche Leute degustieren das ja, so wie Wein oder trinken sogar so ein Schlückchen. Manche haben da so einen leichten Ekel davor. Das kann ich auch verstehen, so Öl pur trinken ist nicht für jeden. Aber den Geschmack solltet ihr mal testen. Und wenn es dann irgendwie ranzig, faul, bitter, fies irgendwie schmeckt, also bitter ist vielleicht ein falscher Hinweis, weil auch gutes Olivenöl hat teilweise so ein bisschen so grüne, bittere, frische Noten. Aber ihr habt natürlich eure Geschmacksnerven und könnt feststellen, ob ihr es mögt oder nicht. Und wenn es fies schmeckt, dann wurden zum Beispiel die Oliven zu lange gelagert oder das Öl ist aus irgendwelchen Restbeständen zusammengekippt und schon überlagert. Und das wollt ihr alles nicht haben. Also ein paar Euro mehr investieren solltet ihr. Übrigens auch selbstbekannte Marken, die in dieser Preisklasse liegen, sind da nicht wesentlich besser. Ihr solltet also wirklich dann, wenn ihr auch häufig Olivenöl verwendet und zum Beispiel auch gern Salat damit anmacht, vielleicht etwas mehr investieren. Übrigens, das geht auch gut, wenn ihr dann so größere Mengen kauft, wenn ihr eine Marke gefunden habt, die ihr mögt. Dann kann man die manchmal auch in so größeren Dosen und Kanistern kaufen. Das hält sich, wenn ihr es vergleichsweise sauerstoffarm, also den Kanister, dann so legt, dass das Öl nicht, die Öffnung des Kanisters nicht immer mit der Luft in Kontakt kommt, hält sich das eigentlich relativ gut. Jetzt werde ich erstmal die Pinienkerne anrösten. Das ist immer der größte Spaß. Weil Pinienkerne schmecken angeröstet zwar klasse, aber wie die meisten geschälten Nüsse haben sie den entscheidenden Nachteil, dass sie lange Zeit eben blass bleiben und dann von einer Sekunde auf die nächste schwarz sind. Das ist also eine Sache, wo man kontinuierlich dabei bleiben muss. Und am besten, wenn man etwas mehr Zeit hat, das auch auf kleiner Hitze zu machen. Dann ist nämlich das Risiko wesentlich geringer, sich das Ganze zu verbrennen. Und wo habe ich jetzt diese Dinger hingelegt? Ach, hier. So, da sind sie. Sogar aus dem Reformhaus. So,
sowas, also Pinienkerne sind ohnehin jetzt schon nicht günstig, aber ich dachte, die beiden haben in ihren Rezeptwünschen so das Bio betont und sie haben ja auch mal eine Folge gemacht aus einem Bio-Kaufhaus von Schöne Ecken. Und da dachte ich mir, da lasse ich mich nicht lumpen. Es ist auch immer spannend, dann mal festzustellen, bei welchen Lebensmitteln man es wirklich dann auch einen geschmacklichen Unterschied feststellen kann. Manche behaupten ja, das ist dann auch wieder so ein Psycho-Effekt, wenn man weiß, dass man etwas mehr Geld dafür ausgegeben hat und das Ganze vermeintlich hochwertiger produziert wurde, dann schmeckt es automatisch besser. Da müsste man also so einen Blindtest machen, damit man den Placebo-Effekt ausschließen kann. Aber gut, so weit wollen wir nicht gehen. Also wir nehmen uns einfach mal vor, uns da nicht zu veräppeln. Und man kann auch einfach so mal ein bisschen mehr Geld in gesunde Lebensmittel investieren. Da hängt ja nicht nur der Geschmack dran, sondern auch die Gesundheit und auch vor allen Dingen die Umweltverträglichkeit, wie sowas hergestellt wird. So, bei meinem Elektroherd muss ich jetzt hier erstmal ein bisschen Gas geben, sonst sitze ich hier morgen noch mit meinen Pinienkernen. Aber wenn ich merke, dass der Topf heiß wird, drehe ich das dann auf die kleinste Stufe runter. Das heißt so die zweite Stufe, damit mir das eben nicht sofort schwarz wird. So, jetzt wollte ich einmal kurz, ich stelle mal kurz klein, weil ich noch eine Sache nebenbei machen wollte, nämlich den Büffelmozzarella mal zu probieren. Wie gesagt, ich hatte mal einen gekauft, der war jetzt so, schmeckt jetzt auch nicht besonders intensiv. Angeblich soll der Büffelmozzarella ja zumindest mal nach was schmecken. Oh ja. Interessant. Also ähnlich, ein bisschen ähnlich wie Käse aus Ziegenmilch. Also so ein leichter würziger Geschmack von Kräutern. Das ist ganz schön. Die Tiere werden dann wahrscheinlich entsprechend auch weniger mit so Silofutter oder ich kenne mich da auch nicht so extrem gut aus. Auf jeden Fall wahrscheinlich mit echtem Grünzeug gefüttert. Das schmeckt man schon raus. So ihr Lieben, jetzt haben wir alle Varianten durch. Auch dieser Podcast hat schöne Momente, aber heute ist und gestern in dieser Episode zumindest ist irgendwie der Wurm drin. Jetzt war die Speicherkarte mal voll. Macht nichts. Was ist bisher geschah? Ich habe das Brot in den sehr stark vorgeheizten Ofen getan. Da wird es jetzt, wie gesagt, erstmal 5 Minuten bei 250 Grad backen. Ich habe etwas, also ein feuerfestes Gefäß mit Wasser hinzugegeben. So, dann habe ich Knoblauch etwas vorzerkleinert, sprich 2 Knoblauchzehen in Scheibchen geschnitten. Dann etwas Olivenöl darauf gegeben und etwas grobes Meersalz dazu gegeben. Das grobe Meersalz hilft beim Mörsern natürlich immer ungemein, weil diese grobe Textur natürlich hilft, die Stückchen vom Knoblauch oder entsprechend später vom Basilikum zu zerkleinern. So, Stichwort Basilikum, da habe ich einen sehr schönen Bio-Basilikum bekommen. Die Kräutertöpfe sind eigentlich sehr häufig als Bio bezeichnet. Die werden ja ohnehin frisch eingesät und das Bio kann sich dann eigentlich höchstens auf das Substrat beziehen. Das heißt, wenn das nicht irgendwie irgendwelche Giftmüllrückstände oder was weiß ich, Klärschlamm ist, dann könnte man, glaube ich, schon bedenkenlos Bio draufschreiben. Trotzdem, es ginge ja auch schlechter. Ich habe jetzt so eine Handvoll Blätter. Gibt's auch nicht den Riesenmörser, aber für diese Zwecke soll es reichen. Man kann jetzt nur nicht so große Mengen da rein tun. Man kann das gut auf Vorrat machen. Pesto hält sich
mehrere Tage. Man sollte jetzt vielleicht keinen Monatsvorrat machen, aber wenn man es etwas mit Öl überdeckt und in ein Schraubglas oder so ein Schnappglas, so ein, ihr wisst schon, so ein Einmachglas reintut, dann hält sich das eigentlich problemlos. Und ihr kennt es natürlich, es wird nicht, schmeckt nicht nur als Soße auf Panini, sondern auch hervorragend zu frisch gekochten Nudeln, sprich Pasta. Da hat jeder von euch wahrscheinlich seine persönliche Lieblingsform. Wir mögen hier seit einiger Zeit ganz gerne die Bandnudeln, aber ich zum Beispiel habe auch nichts gegen Spaghetti. Meine Frau mag die nicht. Die mag Nudeln lieber etwas weicher und kann mit dem Konzept al dente, was die Italiener ja nun bevorzugen, nicht so viel anfangen. Aber da finden wir auch immer eine Lösung. Man kann ja einen Teil Nudeln auch etwas früher aus dem Wasser nehmen und dann den Rest etwas weicher garen. So extra Wünsche, das kriegen wir ja hin hier in unserer Küche. So, jetzt habe ich hier eigentlich schon eine ganz schöne Paste. Wer möchte, kann natürlich den Parmesankäse und die Pinienkerne auch mit zermörsern. Das heißt, die Pinienkerne werde ich jetzt auch hier mit einarbeiten, aber nicht so ganz brutal zermanschen wie die Basilikumblätter. Ich werde jetzt erstmal noch eine Fuhre Blätter, Basilikumblätter reinwerfen. Übrigens, Rucola eignet sich auch ganz gut für Pesto, das habe ich schon mal ausprobiert. Ist natürlich vom Geschmack her leicht bitter. Würde sich also empfehlen, das mit anderen Kräutern oder irgendetwas Neutralerem noch ein bisschen abzumildern, damit man eben nicht so die ganz harte Schiene fährt. Aber auch Rucola eignet sich eben dann als Soße für, wo wir jetzt die Basilikumblätter verwenden, dann daraus ein Pesto zu machen. Habe ich, glaube ich, sogar auch verblockt. Allerdings, soweit ich mich erinnere, mit eher schemenhaften Mengenangaben. So, ich glaube fast, als Soße reicht mir das schon. Ich gebe mal noch ein bisschen Olivenöl dazu. Damit kann man es ja auch hervorragend noch strecken. Wobei, wenn ihr hochwertiges, teures Olivenöl nehmt, wahrscheinlich das Basilikum die billigere Zutat ist. Und jetzt gebe ich die wunderbar, ausnahmsweise mal nicht auf einer Seite sehr dunkel gewordenen Pinienkerne dazu. Also das spricht für das Verfahren, es doch auf kleiner Hitze mit etwas mehr Zeitaufwand zu betreiben. Und fertig ist die Laube. Den Parmesan reibe ich fein, also mit der Küchenreibe in so dünne Streifen und rühre den dann unter. Der wird also nicht zermatscht. Dann ist das Ganze auch nicht so ganz breiig. So, so sieht es auf jeden Fall sehr schön aus. Ich werde es auch gleich mal probieren. So, ich hatte wie gesagt in dem Nudelkontor, ich überlege ja immer noch mal, ich werde die mal ansprechen, ob ich irgendwann, wenn ich besseres Equipment habe, da mal eine Sendung machen kann und ihr zeigen lasse, wie die das machen. Wir haben nämlich einen Laden, wo sie die selbst frisch gemachte Pasta verkaufen, und dann auf der gegenüberliegenden Seite ist noch mal ein Ladengeschäft mit großen Schaufenstern, wo die ganzen Maschinen stehen. Ich bin aber noch nie zu einer Zeit da gewesen, die arbeiten wahrscheinlich zur selben Zeit wie ich auch, wo man dann gesehen hat, wie sie die Nudeln herstellen. Von daher muss ich mal sehen. Wenn die Flatter-Einnahmen und an dieser Stelle die obligatorische Danksage an alle, die diesen Podcast flattern, ich finde das großartig. Ich werde noch ein bisschen sparen und dann kann ich mir tatsächlich dann mal einen Audiorekorder kaufen und danach werde ich direkt in so ein paar gute Mikrofone investieren. Ich habe mich da übrigens, wo wir gerade bei Helge und Cornelis vom Schöne Ecken Podcast sind, von den beiden beraten lassen. Die haben in ihrem Blog zu dem Schöne Ecken Podcast übrigens extra eine Seite angelegt, wo sie über ihre Technik schreiben, was ich eine sehr gute Sache finde. Das spricht zum einen dafür, dass sie häufig darauf angesprochen werden, welche Geräte sie verwenden.
Und zum anderen natürlich auch, das muss ja irgendwo herkommen, dass die Audioqualität entsprechend gut ist. Und das ist bei den beiden ja der Fall. Und die haben natürlich auch High-End-Equipment, sodass man da erstmal ein paar hundert Euronen zusammenkratzen muss, bevor man da das sich beschaffen kann. Aber dafür, wenn ihr mal hört, wie die beiden dann durch die Innenstadt von Hannover laufen und man ihre Stimmen gut und klar erkennen kann, trotzdem noch was von der Umgebung mitbekommt, ist das eigentlich eine ganz schöne Ausstattung. Von daher, das ist so aktuell mein Ziel und das ist ganz gut, dann verballere ich die Flatter-Kohle auch nicht für irgendwelchen Blödsinn. Und hab da ein Ziel vor Augen. So. Jetzt nehme ich den Stößel hier raus. Kann hier mal davon so ein bisschen mehr mit dem Finger. Mhm. Oh, sehr fein. Mhm. Lohnt sich tatsächlich, das mit dem mal auszuprobieren, würde ich euch empfehlen. Mit dem, das nicht mit einem Mixer zu machen, sondern von Hand. Kostet ein bisschen mehr Zeit, das muss man wirklich zugestehen. Jetzt den geriebenen Parmesan runter und werde noch ein bisschen Olivenöl reintun, weil ich jetzt so geschätzten gestrichenen Esslöffel von dem Meersalz reingetan habe. Das ist jetzt auf die Menge von dem Pesto, die ich hier erzählt habe, doch ein bisschen viel. Das wird sich nachher noch wieder ein bisschen verlaufen, weil ich es ja jetzt nachher dann nur als Gewürz bzw. als Soße verwende. Die Tomaten und den Rucola werde ich da nicht mehr gesondert salzen. Von daher wird sich das ausgleichen. Aber da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. So, die andere Soße werde ich allerdings schon mit dem Pürierstab machen, weil die getrockneten Tomaten, die man für das Pesto Rosso verwendet, sich nicht so gut mit dem Stößel zerdrücken lassen. Da muss man schon ein bisschen mehr Power aufbieten. So, die getrockneten Tomaten sind ganz schön. Die hatte ich ja schon an der einen oder anderen Stelle verwendet. Zum Beispiel auch für das Podcast-Sandwich für den Rind-Podcast. Da war der Grund dafür, dass der Holger mal in irgendeiner Podcast-Folge erwähnt hat, dass er sich ein Riesenglas von diesen getrockneten Tomaten gekauft hat. Und witzigerweise hatte ich da auch gerade welche und dachte mir, das bauen wir noch irgendwie in den Schnitzeldöner ein. Ich werde jetzt nicht so viel von dem Pesto Rosso machen, aber schon ein bisschen was. Also ich denke, von beiden Soßen wird ein bisschen übrig bleiben. Das ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, die halten sich ein bisschen und wenn man mal in Eile ist und nur so ein paar Nudeln kochen braucht und dann so einen Esslöffel von der Soße da drüber schmeißt, hat man eigentlich gut Zeit gewonnen und ein leckeres Essen. Also ich habe ja als Student auch viel Nudeln gegessen. Das ist ja so ein typisches Studentenessen, auch Nudeln mit Pesto. Aber dieses aus dem Glas habe ich, glaube ich, nur einmal gekauft, weil das schmeckt ja nur wirklich wie, ich habe mal irgendwas aus getrockneten Brennnesseln gegessen. Das hat ähnlich geschmeckt. Also irgendeine Suppe oder ein Tee, irgend sowas. Irgendwas, was man auch nicht unbedingt wieder haben wollte. Und so trocken altes Zeug mit Öl, weiß ich nicht. Daran hat mich dieses Pesto aus dem Glas erinnert. Jedenfalls lohnt sich der zusätzliche Aufwand, das frisch zu machen. So darf ich es hoffentlich sagen. So, ich habe hier noch ein paar frische Chilischoten gekauft. Da werde ich jetzt für das Pesto Rosso, ich habe hier so rote, grüne, gelbe, kriegt man mittlerweile auch ganz gut zu kaufen. Für das Pesto Rosso nehme ich jetzt natürlich von der roten, schneide mir jetzt so ein paar Scheiben runter. Wie gesagt, das darf ruhig scharf sein, hat er gesagt. Und dann, aber so, die Erfahrung zeigt eigentlich aus dem Laden, diese Chilis nicht wirklich scharf sind. Da haben wir hier also schon härtere Sachen verspeist. Darum nehme ich jetzt auch eine ganze ungesehen. Wenn es dann doch zu scharf ist, nimmt man halt weniger von der Soße.
Und damit es halt auch richtig wumst, bringe ich jetzt noch eine besondere Zutat zum Einsatz. Der Rob bzw. Stack Evil hat mir ein paar Kostbarkeiten aus seinem eigenen Anbau geschickt. Das sind im Wesentlichen Chili-Sorten, die er selbst gezogen hat. Und ich meine, wann hat man schon mal... Jetzt muss ich gerade mal hier, bevor ich weiter erzähle, hier ein kleiner Dreh. Jetzt habe ich es 10 Minuten auf großer Hitze. Oh, die sehen schon gut aus, die Ciabatta-Brote. Jetzt habe ich auf 180 zurückgeregelt. So, der Stack Evil hat mir von seinem getrockneten Chili einmal so eine gemischte Sorte geschickt. Dann Chili-Salz. Davon werde ich jetzt hier ein bisschen zum Würzen dazu tun. Weil das ist das Schärfste. Ich habe das neulich schon mal probiert. Das kann schon was. Das ist also waffenfähiges Chili. Hab mich schon gewundert. Da so ein bisschen Staub ausgehört. Wie gesagt, waffenfähiges Chili. Und dann hat er mir übrigens, um das noch zu Ende zu erzählen, ein sehr leckeres Bärlauchsalz geschickt, das auch aus eigener Ernte. Das habe ich schon mal mit Rührei probiert, das ist sehr, sehr schmackhaft. Eine Kräutermischung mit Salz, das habe ich noch nicht probiert. Und noch eine Pfeffermischung mit Zitrone und auch mit Chili. Das werde ich alles noch probieren. Und noch weitere Chilisorten und Chilisamen. Die habe ich auch schon eingepflanzt für meinen kleinen Hausgarten. Von daher gibt es da noch einiges zu erleben. Danke auf jeden Fall auch an dieser Stelle nochmal. Ich habe natürlich auch schon geschrieben. Wie gesagt, dieses scharfe Chilisalz ist jetzt auch in dem Pesto Rosso mit drin. Und als Käse werde ich da auch noch was Besonderes reintun. Man könnte jetzt auch den Parmesankäse verwenden. Aber ich hatte jetzt neulich auch mal Pecorino in die Finger bekommen. Das ist ja auch so ein Hartkäse, allerdings auf der Basis von Schafsmilch. Und der ist nochmal etwas würziger. Das hat den Vorteil jetzt auch, wenn man jetzt schon mal so ein rotes, scharfes Pesto macht, dann muss man da auch einen Käse reinbringen, der sich da in diesem Szenario behaupten kann. Und da kommt der Pecorino eigentlich ganz gut mit zurecht. So, denke ich mal. Das ist ja jetzt nicht vorgekocht, aber und vorher mal ausprobiert. Aber auch hier, da jetzt mal so eine Handvoll von dem Pecorino gerieben, kommt das erst zum Schluss dazu, damit das eben nicht so eine Matsche ist. Jetzt wird es einmal kurz laut, jetzt kommt der Pürierstab zum Einsatz, um das Ganze mal in so eine feine Konsistenz zu befördern. Pürierstab ist schon etwas angeschlagen. Der ist nicht mehr voll einsatzfähig. Ich bin neulich so ein bisschen überfordert, das Gerät. Komm, es gibt noch mal alles. So. Na gut. Fein ist was anderes. Der wird jetzt also auch bald mal in die Tonne wandern. Etwas zerkleinern konnte ich das Ganze und dann rühre ich jetzt den Pecorino unter. Dann haben wir schon die zweite Soße fertig und dann geht es eigentlich nur noch ans Gemüse waschen. Dann können wir das Ganze anrichten. Schöne Ecken-Sandwich. Das war wirklich eine Folge, die sehr chaotisch verlaufen ist, aber es waren auch sehr viele experimentelle Bestandteile darin. Jetzt überlege ich gerade, ob ich mich traue, das so pur zu probieren. Ich weiß ja, der Stack Evil ist gespannt darauf. Ich werde es mal probieren jetzt.
Schmeckt super, aber die Schärfe rollt an. Mal sehen, wenn ich jetzt gleich nicht mehr fähig bin zu sprechen, dann war es gut scharf. Oh ja, man merkt schon einiges, aber zum Glück bin ich ja Schärfe auch gewohnt. So, ich denke mal, die Panini sind dann soweit fertig. Oh ja, die sehen fantastisch aus. Die werde ich auf jeden Fall gleich mal so fotografieren, damit ihr da einen Eindruck habt. Mal ein bisschen aufräumen, sonst kann ich hier keine Fotos machen. Oh, die sind wirklich toll geworden. Schön goldgelb. Genau so sollten sie sein. Das heißt, jetzt bin ich noch gespannt, wie sie nachher im Anschnitt sind, ob sie auch große, großporige Innenstrukturen haben. Das wäre dann absolut perfekt und würde euch und mich für diese chaotische Folge etwas entlohnen. Aber es hört sich schon so an. Das könnte was geworden sein. So. Ich glaube, ich lasse das Brot ein bisschen abkühlen, mache noch mal ein bisschen Pause und wasche in Ruhe das Gemüse ab. Und dann treffen wir uns gleich noch mal zum Anrichten und zum Probieren. Bis dahin. Jetzt habe ich versucht, den maximalen Kompromiss herauszuarbeiten zwischen dem Hunger von mir und meinen beiden Mäusen hier und das Brot möglichst abkühlen zu lassen. So, das Brot ist auf jeden Fall schön locker geworden. Ja, das ist das Problem. Wenn man das nicht abkühlen lässt, dann ist der Teig noch so ein bisschen klitschig. Wird beim Anschneiden wird das so ein bisschen matschig. So. Ich lege mal den Büffelmozzarella auf. So. Dann kommen die schön sonnengereiften Biotomaten. So, ich mache erstmal eine Variante ohne das scharfe Pesto. Kann das nämlich meine Tochter auch essen. Dann kommt noch ein bisschen von dem Rucola drauf. Ja, da trommelt die kleine Löwin schon an der Tür und droht hier alles aufzufuttern. So, schön noch den Rucola drauflegen, obwohl den wird sie nicht mögen. Naja, aber sie kann sich das ja dann auseinandersortieren. So, ich werde das mal wie immer im aufgeklappten Zustand fotografieren. Ich träufel jetzt also das Pesto alla Genovese drüber. Das muss schon sein für den Geschmack und für die Salzigkeit. So, oh, das wird bestimmt super lecker. So, mal sehen, ob hier noch genug Licht ist. Ich mache hier, glaube ich, noch ein bisschen die Scheinwerfer an. So, schnell noch ein Foto. Und ich glaube, dann verabschiede ich mich schon von euch. Also guten Appetit beim Schöne Ecken Podcast Sandwich. Ich habe es jetzt extra so geschnitten, dass es auch schöne Ecken hat. Also alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel Du.